Dass, wenn manche Menschen Philosophie heute hören, denken sie, ja, das ist nichts für mich, das ist alles viel zu kompliziert, das ist alles viel zu abstrakt, abgehoben und was hat das überhaupt mit meinem Leben zu tun? Deshalb muss man fast aufpassen, mit dem Begriff der Philosophie heute eine Werbung zum Beispiel zu machen, weil viele Menschen schon einmal von vornherein abgeschreckt sind. Bergson, ein wichtiger französischer Philosoph, hat zumindest einmal vor 100 Jahren noch ganz klar gelassen, dass die Philosophie eine Form ist, das Leben zu sehen, eine Form, das Leben zu betrachten. Immerhin, wenn wir aber in die Antike zurückreisen, und das wollen wir ja heute machen, weil in der Antike wurde uns die Philosophie in einer Art und Weise präsentiert, wo es nicht um eine Betrachtung des Lebens geht, sondern um die Kunst des Lebens, um die Art zu leben insgesamt. Und das ist einmal ganz etwas anderes. Und wenn wir an die Kunst des Lebens, Philosophie als die Kunst des Lebens denken, dann sollen wir auch bedenken, dass der Begriff Kunst in einer Herleitung zumindest ja vom Begriff des Könnens sich ableitet. Das heißt, es geht darum, das Leben zu können. Leben ist eine Kunst, aber Kunst hat mit Können zu tun. Also gewissermaßen ein Meister seines Lebens zu werden, das Leben meistern zu lernen. Das war immer der Anspruch der Philosophie. Und das ist die Philosophie, wie wir sie hier in Anlehnung und in Fortsetzung auch dieser alten philosophischen Tradition der Antike hier suchen und auch betreiben. Deshalb, hier könnten wir auch sagen, okay, wir sind eine Schule des lebenslangen Lernens. Und dann denken viele, ja, da lernt man noch eine Sprache vielleicht dazu, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Und verschiedenste andere Dinge. Aber das Wichtigste in diesem lebenslangen Lernen ist doch etwas vom und über das Leben zu lernen und insgesamt Leben zu lernen. Ein Meister seines Lebens zu werden. Das ist der Anspruch. Schauen wir uns das zum Beispiel bei Platon an, von dem wir gerade jetzt das Höhlengleichnis so eine kleine Einführung hatten. Platon hatte einen unglaublichen Ausspruch in Bezug auf das Definieren von Philosophie gegeben. Platon nämlich sagt, philosophieren heißt, sich im Sterben zu üben. Klingt nicht sehr prickelnd attraktiv, oder? Aber philosophieren heißt, sich im Sterben zu üben. Leben und Sterben sind untrennbar miteinander verbunden. Genauso wie Tag und Nacht. Man kann sich den Tag nicht vorstellen ohne Nacht. Wenn es die Nacht nicht gäbe, würden wir gar nichts über den Tag wirklich wissen. Genauso untrennbar verbunden sind Leben und Sterben. Wir würden uns mit dem Leben im tieferen Sinne vielleicht gar nicht auseinandersetzen, wenn das Ganze nicht eine gewisse Endlichkeit hätte. Erst das Sterben, dieses Bewusstsein, dass das Leben endlich ist, dieses Bewusstsein, dass wir sterblich sind, dass wir sterben, was die Tiere nicht haben. Die Tiere haben kein Bewusstsein ihres Todes. Unweigerlich sterben sie, aber sie haben kein Bewusstsein davon. Erst mit dem Bewusstsein des Sterbens, des eigenen Todes, so sagt man, begann überhaupt das Philosophieren, nämlich das Nachdenken über unser Leben. Und bedenken wir das Sterben, vielleicht von zweierlei Aspekten. Dein Aspekt ist, dass Sterben ja ein Vorgang ist, wo wir auch uns selbst überprüfen, eine Gewissensprüfung sozusagen. Ganz viele sogenannte Totenbücher, ob das jetzt das ägyptische, tibetische, selbst man spricht angeblich sogar von einem islamischen Totenbuch, auch von einem christlichen natürlich. In all diesen wird von einem Totengericht auch gesprochen. Und dieses Totengericht, wenn wir es psychologisch deuten, ist eine Gewissensprüfung. Ähnlich wie es sogar die Nahtodesforschungen uns nahelegen, dass nämlich der Mensch, wenn er in so einer Nahtodeserfahrung ist, seinen
sein ganzes Leben wie in einem Film noch einmal rückwärts abspult und fokussiert, was sind so die wesentlichen Stationen. Und das ist nicht, als ich Hofrat wurde oder als ich im Lotto gewonnen habe oder solche Dinge. Also das ist überhaupt keine Relevanz, sondern Menschen, die das schon durchgemacht haben, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die schildern dieser ganz kleine Moment, wo ich einem Menschen aus der Patsche geholfen habe oder wo ich es verabsäumt habe, diese kleine Geste zu setzen und mir dann im Nachhinein doch ein schlechtes Gewissen gedämmert ist. Diese ganz klitzekleinen Momente, die uns manchmal auch, wenn wir es in einem Film sehen, so die Tränen in die Augen treiben, weil es uns berührt in der Seele, diese kleinen Dinge, das ist das Entscheidende im Lebensfilm. Dort sind wir wirklich gefragt, so wie Viktor Frankl auch gesagt hat, dort fragt nämlich uns das Leben. Und wir müssen Antworten geben. Wie beantworten wir im Angesicht, wo unsere Hilfe gefragt ist zum Beispiel, wie beantworten wir das im Alltag? Und das alles wird manifest im Angesicht des Sterbens, diese Gewissensprüfung, dieses Nachschauen, dieses Reflektieren über das eigene Leben. Und was besagt uns das? Was will uns Platon mit dieser Aussage, philosophieren heißt, sich im Sterben zu ihm sagen? Dass wir lernen, täglich zu sterben. Das heißt, täglich diese Gewissensprüfung zu machen, unser Leben uns zu betrachten und selber in den Spiegel zu schauen, vielleicht ein Tagebuch auch zu führen. Na, was waren so wesentliche Stationen im Tag? Was ist gut gewesen? Was ist nicht gut gewesen? Was ist gelungen? Was ist nicht gelungen? Warum ist es nicht gelungen? Wie werde ich es denn morgen anders machen? Und diese Gewissensprüfung ist schon eine philosophische Übung. Nämlich nicht einfach nur leben und dahin leben jeden Tag, sondern warum lebe ich? Wie lebe ich? Warum lebe ich so und macht das Sinn, so wie ich lebe, oder sollte ich was verändern? Das wäre eben dann diese tägliche Gewissensprüfung, schon eben als eine philosophische Übung. Beim Sterben gibt es aber zumindest noch einen zweiten Aspekt, weil Sterben ist ja auch etwas Endliches, ne? Also unsere Endlichkeit wird uns bewusst und definitiv müssen wir beim Sterben etwas loslassen. Gewissermaßen alles loslassen. Also wir können ja nichts mitnehmen über diese Schwelle, nichts Materielles, so sehr uns das auch angewachsen ist in einem Leben. Wir können aber auch nicht unseren eigenen Leib mitnehmen. Und wiederum, das, was wir am Schluss unseres Daseins erleben, dieses Sterben, dieses Loslassen von allem. Das ist auch sinnhaft, es schon im Leben zu üben. Also philosophieren heißt Sterben üben, im Leben. Weil wir wissen, wie Heraklit, berühmter Vorsokratiker, gesagt hat, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Also wenn ich jetzt sage und noch einmal jetzt, zwischen jetzt und jetzt, bin ich nicht mehr derselbe. Ich weiß nicht, wie viele Zellen gestorben sind in diesem Augenblick, aber eine ganze Menge. Neue haben sich gebildet. Wir wissen, dass der gesamte Zellapparat des Menschen sich in 7 Jahren erneuert hat. Das ist enorm. Also wir sind permanent in einem Prozess des Sterbens, des Loslassens. Und es sind viele Dinge. Auch diese Pandemie zeigt uns auch viele Dinge, die wir loslassen müssen. Gewisse Vorstellungen, die wir hatten, vielleicht ein Freiheitsbegriff oder viele, viele Dinge, die wir überdenken. Und es ist sinnhaft. Es ist sinnhaft, alte Gewohnheiten, alte Gedankenmuster, Illusionen, Fantasien, die wir uns machen, emotionale oder Verhaltensmuster. Es ist sinnhaft, das zu hinterfragen und loszulassen. Und zu sagen, ich kann auch anders, ich kann neu, ich kann gewissermaßen fast jeden Tag neu geboren werden. Aber um neu geboren zu werden, muss ich zuerst einmal sterben. Ich muss loslassen von Altem, von Gewohntem. Das also ist dieser interessante Ansatz bei Platon. Philosophieren heißt, das Sterben zu üben. Die Stoiker
die sich gewissermaßen ja auch in der platonischen Tradition gesehen haben, wie fast alle Schulen der Philosophie. Die Stoiker haben noch einmal einen ganz interessanten Ansatz in Bezug auf, was ist dieses Philosophieren? Die Stoiker sagen einmal überhaupt, Philosophie ist Übung. Philosophie ist Praxis. Das heißt, es geht nicht um Wissen, es geht um Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Also große Ideen, aber dann nicht nur diese Ideen hören, sondern leben. Weil nur Wissen ist nett. Aber wenn uns ein Philosophieprofessor an der Universität eine super Vorlesung hält über die Ataraxia, über die große Gelassenheit, und dann steigt er 5 Minuten nach der Vorlesung in sein Auto und bei dem Ersten, der irgendwo vor ihm im Straßenverkehr ist, fängt er schon mal zum Fluchen an und verliert die Kontenance, hat er offensichtlich von seinem stoischen Vortrag wenig integriert in seinen Alltag. Das heißt, er hat ein Wissen über die Gelassenheit, aber kein Leben davon, also keine Weisheit im Leben. Und kein Philosoph heute an den Universitäten geniert sich überhaupt dafür, dass er etwas redet und etwas ganz anderes dann handelt. In der Antike, in der Zeit der Stoiker, wäre das vollkommen undenkbar gewesen. Ein Philosoph, der sich am Marktplatz hinstellt und den Leuten irgendwas predigt, und 5 Minuten später sieht man ihn genau das Gegenteil davon tun, dann hätte man ausgelacht. Einfach ausgelacht. Der wäre nicht ernst genommen worden. Heute aber, in unserer intellektuellen Kultur, haben wir wenig Problem damit. Wissen und Tun sind getrennte Paar Schuhe. Die Stoiker sagen also, Philosophie ist niemals ein Informieren, sondern ein Formieren, ein Formen. Ein Formen der Seele des Menschen und des Charakters des Menschen. Sodass der Mensch eigentlich ein immer besserer Mensch auch wird. Ich zitiere Epiktet: Philosophieren ist ein Fortschreiten, das unser Sein wachsen lässt und uns besser macht. Seneca, ein stoischer Kollege von Epiktet, sagt, also er verwendet ganz interessante Begriffe. Er sagt, Philosophie ist eine Bekehrung, die das ganze Leben verändert und das Wesen desjenigen verwandelt, der sie vollzieht. Also Philosophie muss uns zu einem anderen machen, zu einem besseren, zu einem, der mehr Verständnis hat, der aber auch vor allem mehr in seinem Leben umsetzen, verwirklichen kann, darstellen kann, an Werten oder Tugenden, wie man es in der klassischen Antike auch genannt hat. Weil in der Bekehrung geht es also wirklich um eine Umkehr. Es ist fast ein religiöser Begriff. Bekehrung wurde dann ja im Christentum auch sehr stark verwendet. Eine Umkehr im Leben, also von einem Leben in Ängsten, in Sorgen, in Zweifeln, in Disharmonien, Auseinandersetzungen, Unzufriedenheiten, zu einem Leben zu kommen, wo wir möglichst angstfrei sind, wo wir einen inneren Frieden, eine innere Harmonie erreicht haben und damit auch etwas, was wirklich Glück bedeutet, verwirklicht haben im Leben. Eine innere Gelassenheit, Zufriedenheit, im besten Sinne dieses Wortes. Nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit. Das also ist dieser Ansatz der Stoiker. Plutarch, einige Zeit später, hat dann gesagt, da die Philosophie Lebenskunst ist, ist es recht und billig, dass sie von keinem Spiel und von keinem Vergnügen ferngehalten wird. Also sie ist immer dabei, Philosophie ist überall dabei, selbst im Spiel, im Vergnügen, sondern dass sie überall dabei ist und Ordnung und Maß hinzuträgt. Also die Philosophie bringt dann einfach dieses Quäntchen Licht, Vernunft, Maßmäßigung in alles hinein. Die große Frage, die sich jetzt hier ergibt, ist, wie konnte die Philosophie im Laufe der Zeit diese Kunst des Lebens, diesen Anspruch verlieren? Das kann ich jetzt nicht ausführen, aber ein paar Ideen dazu. Das hat zu tun
mit dem Entstehen der christlichen Kultur im Abendland. Die Philosophie hat also dieses Feld der Lebenskunst besetzt. Für das aufstrebende Christentum war die Philosophie ein riesiger Dorn im Auge und gewissermaßen eine Konkurrenz. Denn das Christentum von Anfang an wollte sehr stark auch eine Hoheit haben über das Alltagsdasein, das Leben der Menschen. Und das ging dann so weit, dass das Christentum die Philosophie und die Schulen der Philosophie sogar schließen hat lassen. Also allerspätestens war das dann im 6. Jahrhundert nach Christus, wo sämtliche Schulen der Philosophie geschlossen wurden, die Philosophie als solche verboten wurde. Man muss dazu sagen, das Christentum hatte am Anfang kein Lehrgebäude gehabt, nichts, weil man war ja getrimmt auf das jüngste Gericht, Auferstehung, jüngstes Gericht, also und dann ist sowieso, alles sind wir in der himmlischen neuen Ordnung. Aber als man dann gemerkt hat, jetzt sind schon 50 Jahre vorbei, 100 Jahre vorbei, 200 Jahre vorbei, wow, was machen wir jetzt? Ne? Also wir brauchen auch ein Lehrgebäude, sonst sind wir weg vom Fenster. Ganz rein auch machtpolitisch gedacht. Ja. Die ganze Ethik des Christentums kommt aus der stoischen Philosophie. Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das kann man in der Literatur nachlesen. Ja. Und das gesamte Lehrgebäude, die Trinität und so viele Ideen in der christlichen Philosophie, wenn man so möchte, kommen aus der neuplatonischen Philosophie. Das sind die beiden Hauptwurzeln. Das heißt, die großen Kirchenväter, Origenes und wie sie alle heißen, haben in der neuplatonischen Schule studiert. Und somit wurde ein Gebäude zusammengeschustert, das eben auch unser christliches Lehrgebäude ist, aber man wollte die Originalität vertuschen. Damit also weg mit den Stoikern, weg mit den Neuplatonikern, weg mit den ganzen Philosophen, weil das ist ja alles originalchristlich. Lässt sich natürlich heute wissenschaftlich gar nicht halten, ist auch kein Problem, ja. Aber die Renaissance ab dem 14., 15. Jahrhundert hat diese Art der Philosophie wiederzubeleben versucht, ist auch eine Zeit lang gelungen, aber spätestens mit der Gegenreformation hat man gesehen, das funktioniert nicht. Ja, die Reaktion des machtpolitischen Christentums war so mächtig, dass es in diesem Moment zu einer Spaltung kam, nämlich zwischen Religion und Wissenschaft. Die Religion soll sich also um das Leben des Menschen, das Ethische, die Werte und all diese Dinge kümmern. Die Wissenschaft mit den Fakten und das Seelische außen vor lassen. Die Philosophie wurde mitgeschwappt in den Wissenschaftsbetrieb. Und das ist dann so weit gegangen, was macht die Philosophie im Wissenschaftsbetrieb? In Wirklichkeit irgendwann gar nichts mehr. Bis sie heute, und wir reden jetzt wirklich vom ausgehenden 20., beginnenden 21. Jahrhundert, wieder entdeckt, nämlich diese antike Wurzel, Philosophie als Lebenskunst. Und dem haben wir uns als eine Schule der Philosophie genau in diesem klassischen Sinn auch verschrieben, Philosophie wieder in dieser alten Form neu zu beleben und zu betreiben. Bei Philon von Alexandria sind uns diese konkreten Dinge beschrieben, um die es hier ging, also was man hier einzuüben, zu lernen hat. Einmal das Thema der gründlichen Prüfung, Reflexion, die Fähigkeit der Lektüre. Man nicht einfach nur lesen, sondern wirklich Texte, Inhalte erfassen, interpretieren können, integrieren können. Das Anhören und Zuhören. Die Wachsamkeit, die Selbstbeherrschung, regelrecht eine ganze Therapie der Leidenschaften, wurde das in der stoischen Schule genannt. Die Erinnerung an das, was gut ist, so wie jeder hat seine eigene Schatztruhe, wo ganz viel Licht und großartige Erinnerungen drinnen sind und in den tristen Momenten, die wir ja alle von Zeit zu Zeit haben, kramen wir in dieser Schatztruhe und holen das Edelste, das Schönste, das Beste, das Lichtvolle heraus. Wenn wir das jetzt alle gemeinsam machen in dieser Pandemie, schaut es ein bisschen besser aus. Die Ausübung der Pflichten, Gelassenheit und viele andere Dinge. Die Philosophie, das philosophische Heilmittel, das kann man ja nicht einfach so einnehmen. Das muss man bedenken,
verstehen und einüben. Es ist wirklich ein Einüben. Und in den weiteren Workshops dann wird es so ein paar kleine Ideen geben. Ja, was kann das Einüben sein? Vielleicht am Schluss sage ich auch noch was dazu. Wie lange ist meine Zeit? Ein paar Minuten noch, okay. Die Wachsamkeit, das ist so interessant, weil die Stoiker so viel Wert legen auf diese Wachsamkeit. Ich ziehe hier die Brücke, und das tun auch viele in der Literatur heute, das hat doch so diese Idee von Achtsamkeit, wie wir es aus der buddhistischen Tradition kennen und was so wichtig, so berühmt geworden ist heute auch. Ne? Dieses Gewahrsein, diese Achtsamkeit. Und hier sagt der Stoiker, es geht um seine Grundsätze, die wesentlichen Grundsätze und Werte, die man hat im Leben, und diesen auch treu zu bleiben, also wachsam zu bleiben, ob ich wirklich an diesen Grundsätzen immer dran bin und denen gerecht werde. Wir haben ja in unserer Schule drei Grundsätze. Die sind hier so in den Begriffen Brüderlichkeit, Wissen und dann steht hier Entwicklung, glaube ich, oder so. Ne? Ja, also die so einfach drei Schlagworte. Aber worum geht's? Also Brüderlichkeit heißt ein Zusammenleben, ein Miteinander sein, wo man die Gemeinsamkeiten ins Zentrum stellt und nicht das Trennende. Nicht die Trennung der Geschlechter, nicht die Trennung von sozialen Stand, von irgendwelchen sozialen Voraussetzungen insgesamt, nicht Trennungen von Ethnie, Kultur etc., Religion und so weiter, sondern das Gemeinsame. Das Gemeinsame von uns Menschen als Menschheit wird immer viel mehr sein als das Trennende. Außer man schaut halt nur aufs Trennende hin. Das ist dann das Problem. Und das ist das, was wir brauchen. Der Stoiker hat sich ja auch als ein Weltbürger verstanden. Dieser Global Citizen, das ist auch eine Idee, die wir weltweit als Organisation in die UNESCO eingebracht haben und wo auch in der UNESCO ja, eine ganz große Sache entstanden ist zum Thema Global Citizenship. Weltbürger sein. Also hier geht es um die Einheit. Im Thema Wissen geht es auch um die Einheit, nämlich ein vergleichendes Studium aller Philosophien, Künste, Wissenschaften, Religionen und so weiter. Nicht nur Wissen als intellektuelle Sache vergleichen, sondern auch das musische, künstlerische, Theater, wie wir gerade gesehen haben, das gehört alles wesentlich dazu zur Entwicklung des Menschen und sind auch authentische Zugangswege, die Kunst, die Wissenschaft, das Spirituelle, das Politische, authentische Zugangswege zu dieser Weisheit. Und last but not least die Entwicklung, diese Wichtigkeit als Grundsatz auch, dass wir enormes Potenzial haben. Jeder von uns hat unglaubliches Potenzial. Ich denke, jeder Mensch, jeder, so wie Sie hier sitzen, ist ein Eisberg. Nicht, weil Sie jetzt kalt werden oder so irgendetwas. Ganz im Gegenteil. Sondern weil man nur so wenig von ihnen sieht. Eine physische Hülle, eine Mimik, eine Gestik, ein paar Worte. Und im Inneren und darunter liegt ein unglaubliches Potenzial. Einfach was Wunderschönes, eine ganze große Seele, die Anteil hat an der Weltseele. Damit liegt die ganze Welt letztlich in uns. Und dieses Potenzial zu heben, das ist ein wesentlicher Grundsatz unserer Schule der Philosophie, aber das haben wir ja auch in Wirklichkeit nur abgekupfert. Das erste Mal, wo diese drei Grundsätze auftauchen, ist auch in der neuplatonischen Schule der Philosophie gewesen. 2000 Jahre alt. Fast 2000 Jahre alt. Ganz zum Schluss, weil jetzt habe ich wahrscheinlich nur mehr eine Minute. Ja, genau. Lassen Sie mich noch etwas sagen zum Umgang aus philosophischer Sicht mit unserer pandemischen Situation, in der wir sind. Wie würden die Stoiker an das herangehen? Der Stoiker fragt sich als erstes, oder der Philosoph, was liegt in meiner Macht und was liegt nicht in meiner Macht? In unserer Macht liegen einmal unsere eigenen Meinungen. Und egal welcher Mainstream auch herrscht, Medien etc. oder in ihren Firmen, wo sie arbeiten oder sonst wo,
nehmen Sie die Macht Ihrer eigenen Meinung. Stehen Sie dazu. Das liegt in Ihrer Macht. Was nicht in unserer Macht liegt, sind Maßnahmen, die der Gesetzgeber trifft. Wir haben Leute gewählt, damit sie mit bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und die müssen auch ihre Macht übernehmen und entscheiden. Okay, falls Sie morgen einen Lockdown verkünden, ist Lockdown. Wir sind Bürger dieser Gemeinschaft, wir werden uns solidarisch verhalten, wir werden das Beste daraus machen. Das liegt nämlich nicht in unserer Macht. Erst dann wieder in 3, 4 Jahren, wenn wir neu wählen können, dann können wir halt als Wähler oder Wählerin unsere Macht nehmen. Wenn wir das klar unterscheiden, was liegt in unserer Macht und was nicht, wird es uns allen besser gehen. Wir werden uns nicht permanent in Machtbereiche einmischen, die nicht unsere sind, wo wir uns nur unglücklich machen. Und noch schlimmer, wenn nämlich der Politiker oder der Gesetzgeber sich in die Macht des Bürgers einmischt, nämlich in seine eigene freie Meinung, dann wird es dramatisch. Und wenn wir als Bürger das Gefühl haben, dass mit einer Meinungsmaschine über uns drüber gefahren wird und jeder für blöd verkauft wird, der eine andere Meinung hat, dann wird nämlich wirklich unsere Macht und Freiheit beschnitten. Und das darf man sich als Bürger natürlich nicht gefallen lassen, weil die Meinung liegt in unserer Macht. Die können mich dafür ins Gefängnis stecken. Die können mich dafür steinigen. Ist ja passiert in manchen Kulturen. Passiert in manchen noch immer heute. Aber wenn ich innerlich frei bin, so wie es manche großen Philosophen waren, okay, aber die Macht über meine Meinung werden sie nicht bekommen deshalb. Ganz einfach, weil das ist meine Macht. Zweiter Ansatz, zu lernen, unsere Macht zu nutzen. Egal in welcher Situation Sie sich befinden, Sie haben immer eine enorme Macht zur Verfügung. Gehen wir in den Lockdown oder vielleicht kriegen Sie die Diagnose Covid-positiv. Machen Sie was wirklich Positives draus. Ne? Heißt ja positiv. Ne? Also machen wir was Positives daraus. Ich kann hier innere Stärke entwickeln. Ich kann lernen, meine Ängste, die ja sehr gut geschürt werden heute, ich kann meine Ängste lernen zu beherrschen, weil Angst ist das Allerschlechteste für unser Immunsystem. Zuversicht, Licht, Hoffnung, das sind Dinge, die unser Immunsystem stärken. Bis hin, wenn es tatsächlich denn so sein sollte, dass ich abberufen werde durch diese Krankheit, okay, dann werde ich lernen, in Würde von dieser Welt zu gehen. Aber immer habe ich eine gewaltige Macht zur Verfügung und jede Situation, egal wie schwierig sie scheinen mag, gibt mir eine enorme Macht und die auszunutzen, das ist das, was uns stark macht und unser Potenzial fördert. Deshalb danke Krise, weil das ist der Moment, mächtiger zu werden als Individuum, als Mensch. Dritter Ansatz, nützen wir unsere Vorstellungskraft. Wir können alles in unserer Vorstellungskraft vorherdenken und dann uns in diese Vorstellung hinein entwickeln. Nehmen wir es wirklich an, wir haben einen Test Covid-positiv. Dann mir vorzustellen, ich werde nicht in Angst versinken, ich werde nicht irgendeine Panikreaktion und so weiter. Ich werde ganz klar diese Maßnahmen setzen. Ich habe mich innerlich in meiner Vorstellung vorbereitet, wie ich denn in dieser Situation damit umgehen möchte. Oder andere Situation. Sie sind, was weiß ich, ein Impfbefürworter. Und dann wissen Sie schon, jetzt treffe ich wieder den Kollegen am Gang, ein Hardliner-Impfgegner. Wie werde ich reagieren? In aller Gelassenheit, mich in Toleranz üben. Das kann ich mir alles schon vorher vorstellen, damit nicht dann ich von meinen Emotionen oder sonstigen Dingen hinweggerissen werde. Und so können wir uns in unserer Vorstellung selbst bauen. Selbst gewissermaßen innerlich neu erfinden, um das dann auch im Alltag umzusetzen. Denn der Leib folgt der Vorstellung. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich gehe diesen Weg, der Körper gehört, der macht das. Gehe ich wieder zurück, damit ich auch ins Mikrofon reinrede. Ne? Der Leib macht das. Und so folgen unser Denken, Fühlen und Handeln unseren Vorstellungen. Die Imagination und die Vorstellungskraft ist in der Philosophie immer ein wesentliches Instrument gewesen. Meine Damen und Herren, als ein paar kleine Ideen aus der Philosophie für die Pandemie, die uns ja fest in den Fängen hat,
Und nützen wir aber den Abend heute, um uns über das Momentane zu erheben und gemeinsam an die Möglichkeit zu denken und auch zu bauen, nämlich die Möglichkeit, uns selber zu transformieren, zu verbessern und auch etwas Besseres in der Welt zu hinterlassen. Als Anspruch der Philosophie. Dankeschön.